comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. The greatest comeback in Super Bowl history. Da ist sie doch schon. Danke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für... Und mit dir, Carsten. Hörst du aber, dass die Batterie schon leicht leise, also die gibt, die ist an der Grenze. Was du für feine Ohren hast. Ja, das war so ein, früher war es so ein Dö, jetzt ist es Dö. Ja, auch die, passt sich unserem Alter an, würde ich sagen. Deinem. Ja. Carsten ist ein bisschen kränkelig, aber... Zungenkuss fällt aus heute. Ja. Heute Zunge, also heute knutschen heute geht nicht, tut mir leid. Petting ohne knutschen. Ja. Aber ist ja auch okay. Ja, ist völlig muss ja auch mal sein. Ich halte Abstand, ich huste auch nicht in deine Richtung. Und du bist trotzdem da. Ja. Weil du halt keiner bist, der irgendwann mal an der Männergrippe verstirbt. Nee, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Ich kann dich ja nicht alleine, mit wem willst du denn jetzt Boulevard machen? Schreiben die Leute wieder, ja, ist nicht dasselbe und hier und da und haben sie auch recht. Also es ist ja ein altes Ehepaar, soll man nicht trennen. Hätte Flo rangemusst, aber Flo macht die Technik. So merkst du, ne? So. Heute sprechen wir über ein Thema, das ihr uns vorgeschlagen habt. Vielen Dank dafür. Und zwar kam es von Master2FS auf YouTube, der uns vorschlug, sprech doch mal über die Hall of Fame. Wir beide fanden... Wir beide immer fanden, wieder was Neues bei dem Kollegen da drüben. Ich fand das eine hübsche Idee. Carsten hat jetzt davon erfahren. Also wir sprechen über die Hall of Fame, wollen aber... Also ich würde gerne mit zwei allgemeinen Fragen anfangen. Zum einen, findest du das eigentlich gut, dass die Football-Liga, die NFL, eine eigene Hall of Fame hat? Oder ist das für dich irgendwie ein weiteres Publicity-Marketing-Instrument? Ich wusste, dass du jetzt genau so das Pferd aufzäumen willst. Die Hall of Fame macht als Hall of Fame schon Sinn. Es ist eine Ruhmeshalle, die halt die Besten der Besten der Besten würdigt. Ich finde das Auswahlprozedere fragwürdig. Da sind Spieler da drin, wo ich sage, ja. Es gibt Spieler, die sind da drin, wo ich sage, ja. Und dann gibt es Spieler, die sind nicht drin, wo ich sage, ja. Deswegen, ich finde es eine gute, eine schöne Idee, auch für den Fan, dass du halt dahin gehen kannst, dass du es dir angucken kannst, dass es wie ein Museum ist. Auch wenn es right in the middle von gar nichts ist. Also Canton, Ohio ist jetzt nicht unbedingt ein Touristen-Hotspot. Aber ich finde es eine schöne Idee. Aber es ist nicht konsequent bis zu Ende gedacht. Weil da sind Leute drin, die gehören da nicht rein. Und es sind Leute nicht drin, wo ich sage, die gehören da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit rein. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Seit 1963 gibt es die in Canton, Ohio. Canton, Ohio, weil dort alles seinen Anfang hatte. Ralph Hay, dieser Autohändler, der dann irgendwie mal die Zügel in die Hand genommen hat und ein paar Gleichgesinnte an einen Tisch gesetzt hat. Das war nämlich genau dort in Canton, Ohio. Und die Canton Bulldogs waren auch das beste Team damals. Aber um noch meine zweite Frage loszuwerden, aus aktuellem Anlass, du warst ja Montag nicht in der Sendung, Andrew Luck hat ja sein Karriereende bekannt gegeben. Findest du, dass ein Andrew Luck vielleicht in 5, 6, 7, 8 Jahren da reingehört? Nein, warum? Hat er einen Titel gewonnen? Da sind wir wieder bei deinem Sport. Ja, wollte ich gerade sagen. Nein, und das du sagst ja immer, es geht ja nicht um und das ist eben der Punkt. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, wenn Andrew Luck jetzt dann in, keine Ahnung, in der minimalen Zeit, also du musst ja immer eine gewisse Zeit nach deinem Karriereende abwarten. 5 Jahre. Bis du sozusagen eligible, also wählbar bist. Wenn der in die Hall of Fame, dann hat die NFL irgendwas nicht verstanden. Machen wir einen direkten Vergleich. Phil Simms. Hat er einen Titel gewonnen? Hat er gut gespielt? Ja, aber geht es da jetzt wieder um Titel? Na, aber für seine Zeit war nicht er... Nicht alle in der Hall of Fame haben einen Titel gewonnen. Ja, eben. Dan Marino. So. Aber hat er exorbitant besser gespielt? Dass wir immer wieder auf Dan Marino kommen. So. Gut. Keine Absicht. Habe ich übrigens, als ich habe letztens eine Trading-Card-Tüte aufgemacht, ich habe tatsächlich in meiner ersten Tüte, Achtung, Trommelwirbel, Blake Bortles gefunden, würde ich. Bringe ich die auch gerne mit. Aber es war auch Dan Marino drin. Ja, das ist, glaube ich, war die Gold? Die muss ja Gold gewesen sein, diese Tüte. Wie Gold? Ja, das ist ja Premium-Inhalt. Blake Bortles in einer Tüte zusammen mit Dan Marino. So nah ist er ihm, glaube ich, noch nie gekommen. Nein, hundertprozentig nicht. In derselben Tüte, Achtung, war auch noch Roger Craig. Ja. Also das ist so. Das ist der von James Bond, ne? Na gut, okay.
Ja. So. Und ich habe auch Bo Jackson gefunden. Fand ich richtig gut. Ja. Marcus Allen. Bo knows. Ja, Tony Gonzalez, da sind wir wieder bei Hall of Fame, dieses Jahr aufgenommen. Also Ed Reed. Bis auf Blake Bortles eine gute Tüte. Nee, es war ein ganzer Karton. Achso. Okay. Es war ein ganzer Karton. Ja, okay. Gut. Aber ich habe tatsächlich, und jetzt halte ich bitte fest, mich verarsche ich nicht, ich lade das Bild heute Abend hoch. Ich habe 4-mal Blake Bortles. Oh, davon muss ich tatsächlich einhaben. Und eine original ich unterschriebene. Ich habe aber Blake Bortles schon, das sind diese kleinen Sticker-Dinger. Ne? Ja. Die ist an meiner Pinnwand, an meiner Legenden-Pinnwand. Ja. Neben He-Man. Und Achtung, und in jeder Box, also in jedem Paket, also wo dann 10 Tüten drin sind, ist eine original unterschriebene Karte mit drin. Ich hätte alles treffen können. Jeden. Ich hätte eine original unterschriebene von Ben Rötlisberger. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Ich habe Chad Kelly. Ach, schade. Ich dachte, du hast Blake Bortles. Den Trinker Chad Kelly. Ja. Okay. Ja, das zu dem Thema. Also, Chad Kelly wird auf keinen Fall in die Hall of Fame aufgenommen werden. Das ist mir so sicher wie das Amen in der Kirche. Das stimmt. Andrew Luck. Gehört er da rein? Irgendwann würdest du es verstehen, wenn jemand ihm vorschlägt? Wenn er sogar vielleicht ins Auswahlverfahren kommt? Oder hat er da nichts zu suchen, weil seine Karriere letztlich zu kurz und auch unerfolgreich war? Sie war zu kurz und zu unerfolgreich. Mhm. Natürlich war er aus Stanford kommend ein richtig guter. Der hat, auch wenn er gesund war, exorbitant gut gespielt. Nicht ohne Grund letztes Jahr Comeback-Player des Jahres und. Aber dann gibt es ganz viele, die sagen können, warte mal, dann will ich aber auch. Randall Cunningham ist nicht in der Hall of Fame. Ja, okay. Wie hast du sonst den Rücktritt von Andrew Luck so miterlebt? Du wirst es wahrscheinlich wie... Er hat mich angerufen und gesagt, Carsten, genau. Mir geht's nicht so gut. Das ist Folgendes, der Adam Schefter, der hat da was rausgefunden. Ich wollte es eigentlich exklusiv bei RAN oder in der Footballerei erzählen. Er wollte es im Boulevard. Er wollte hier vorbeikommen. Ja. Auf dem Weg nach Amsterdam zu seiner nächsten Reha. Und hat er mich angerufen und hat gesagt, Diggi. Ich sag, Diggi, was los? Und er sagt, ja, Digga, ganz Problem. Schlecht. Ganz großes Problem. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will mit den anderen nicht mehr spielen und ich gehe in Rente. Dann habe ich gesagt, Digga, bist du sicher? Kannst du das Geld behalten? Er hat gesagt, ja. Ich sage, okay, dann sind die so doof, dann geh in Rente. So, ja. Also wahrscheinlich auch bei Twitter, oder? Tatsächlich, also ernsthaft jetzt. Ich habe es vorher irgendwo bei Twitter, so mitten in der Nacht. Kann nicht sein. Okay, ich sag, nee. Schlafen. Ja. Du und ich, wir brauchen ja beide eine Brille. Auch wenn du hier immer noch ohne sitzt. Dein Arm. Wir haben beide eine Brille. Ja, wir brauchen beide eine Brille. Aber nur zum Lesen. Ich habe dann tatsächlich meine Brille geholt, weil ich gedacht habe, nee, das kann jetzt nicht sein. Das Bier war schlecht. Dann habe ich es gelesen und habe versucht, es zu verstehen. Ich habe versucht, es nachzuvollziehen. Kannst du es denn jetzt? Nein. Ich kann es aus folgendem Grund nicht nachvollziehen. Wenn du letztes Jahr, du arbeitest ja Jahre darauf hin, wieder an deine Leistung anzuknüpfen. Und das, was er letztes Jahr abgeliefert hat, war exorbitant gut. Das war richtig, richtig gut. Das war der Andrew Luck, den alle sehen wollten. Das war der Andrew Luck, der in Stanford alles im Grund und Boden gespielt hat. Und ich bin jetzt, der Satz klingt jetzt komisch, ich weiß, lass das gleich, ich stecke in seinem Körper nicht drin. Nicht. Das heißt, ich weiß nicht, wie intensiv diese Schmerzen sind und. Wenn es wirklich so ist, dass er vor Schmerzen nicht mehr schlafen kann und dass er tatsächlich körperlich sich beeinträchtigt fühlt, dann kann ich ihn verstehen. Na, es ging doch aber eigentlich mehr darum, dass er jetzt nicht mehr die Kraft hat, nochmal die Mühle der Reha zu durchqueren. Ja, das ist eben der Punkt, das will ich ja gerade sagen. Wenn es jetzt so sehr schmerzt, dass du sagst, ich weiß nicht, ob die Reha tatsächlich funktioniert und ob mein Körper das dann nochmal mitmacht. Und gegebenenfalls kriege ich wieder einen verpult. Ich kriege wieder einen verpult und bin ich wieder krank. Wenn das wirklich in seinem Kopf drin ist, dann ist es wie ein Glaskinn beim Boxer. Dann kriegst du das aus dem Kopf nicht raus. Dann ist es sinnvoller für ihn, also für sich selbst, für den Menschen Andrew Luck, vor dem ich meinen Hut ziehe, das so konsequent zu machen, ist es für ihn das Beste. Dass es seinem Team, den Fans, dem Football an sich gegenüber eine fragwürdige Zeitpunktentscheidung ist, das steht außer Frage. Dass du natürlich als Teamkollege sagen kannst, Alter, hast du Lack gesoffen? Was rauchst du? Die Saison startet. Das Team kann sich ja jetzt nicht mehr irgendwie um... Also sie können ja jetzt nicht sagen, so, dann traden wir jetzt für Drew Brees, Teddy Bridgewater, was auch immer. Ja. Die Messe ist jetzt gelesen. Die Saison kannst du eigentlich abhaken. Ja, natürlich, ja, und der hat aber gelernt. Und ja, der hat auch mal bestimmt noch die Handynummer von Tom Brady und der wird bestimmt ein ganz toller Nachfolger. Mag alles sein. Aber in ein bestehendes Offense-System, was auf die spielerische, exorbitante, gute Leistung von Andrew Luck aufgebaut ist und sein Spielverständnis. Und da ist der Junge nun mal vielen
3 bis 4 Schritte voraus, kannst du ja nicht einfach sagen, okay, komm, wir reißen jetzt Seite 16 bis 34 und 72 bis 99 aus dem Playbook raus, den Rest kann er schon irgendwie. Na gut, wird schwierig. In Woche 1 hätte er ja höchstwahrscheinlich eh nicht gespielt, also wird ja wahrscheinlich schon seit Wochen Jacoby Brissett irgendwie so die First-Team-Snaps spielen, aber natürlich ist ein Jacoby Brissett kein Andrew Luck. Also nein. Die Colts sind der Super Bowl-Contender schlechthin, ist jetzt ein bisschen hinfällig mit Jacoby, wahrscheinlich. Ja, und es ist natürlich eben genau dieses Ding, wenn du das tatsächlich schon vor Wochen und Monaten, also das ist ja eine Entscheidung, die schleppst du ja mit dir rum. Bin ich motiviert jetzt zu sagen, ich fahre jedes Mal 2 Stunden hierher, um mich mit Kollege Schnürschuh hier hinzusetzen, das muss man ja wollen, also so wie jetzt bei uns beiden. Wenn ich jetzt aber irgendwann auf der Couch sitze und sage, ey, so habe ich jetzt, nee, und die Motivation grundsätzlich nicht da ist, dann muss ich mich ja fragen, warum ich es mache. Und wenn er diese Entscheidung und diese Gedankengänge schon in der kompletten Offseason hatte, dann wäre es meiner Meinung nach einfach fair gewesen, dem Team diesen Informationsstand mitzugeben. Wobei man ja auch sagen muss, er hat sich ja nicht ausgesucht, an diesem Sonntag sich dann öffentlich zu äußern, sondern über Adam Schefter und Ian Rappaport haben wir ja auch vor kurzem schon mal im Boulevard gemacht. Das hat halt Adam Schefter durch irgendeine gute Quelle rausbekommen, hat es rausposaunt, auch noch während die Colts gerade gespielt haben, also Stadion voller Fans war, und dann musste er ja plötzlich sich äußern. Ja. Also er hätte wahrscheinlich einen anderen Zeitpunkt genommen. Die Saison wäre aber noch dichter wahrscheinlich rangerückt. Das ist ja eben der Punkt. Und kann man den Vorwurf machen, weil wir über die beiden schon mal gesprochen haben? Das ist ihr Oder ist das einfach ihr Business? Das ist ihr Business. Und wenn der Owner der Colts vor Frust irgendwie die komplette Flasche Tequila auf Ex trinkt, weil er sagt, so, das war's. Ich habe hier unwahrscheinlich viel Geld in einem Typen in den Rachen geworfen, der jetzt einfach mal keinen Bock mehr hat. Hm. Dass der wahrscheinlich aus Frust dann irgendwann, als Adam Schefter sagt, gibt es irgendwas Neues, ja, geh mir nicht auf den Sack. Ja. So, dann ist doch klar, dass der das als Nachricht bringt. Okay. Das ist doch völlig normal. Also, ich meine, du hast ja den Job des Journalisten gelernt. Ist der Job des Reporters. Es ist ja jetzt nicht, dass er von dem Reportern vor den Bus geworfen wurde mit einer Fehlinformation. Nee. Also im schlimmsten Fall sagt dann Adam Schefter, okay, Andrew, ich verstehe dich, ich halte es noch ein bisschen zurück. Aber dann ist halt Ian Rappaport der Erste, der es rausholt. Ja. Das ist dann wieder auch doof für Adam Schefter. So, und der sitzt da halt in seiner Boxershorts am Tisch im Keller und sagt, du, ganz ehrlich, ich muss das jetzt machen. Und das ist ja ein Punkt, wenn es schon zu denen vordringt, dann ist es ja, er hat das ja mit irgendjemandem besprochen. Ja, wahrscheinlich mit dem GM, mit dem Owner und mit dem Head Coach. So. Einer davon vielleicht. Hat sich verquatscht oder dessen Sohn oder Ehefrau oder wer auch immer, das wissen wir ja nicht. Seine der knallt die Korken und das nicht aus weil die gesagt haben, aus Freude, Quellen sondern er ja nicht preis. Das war erstmal Frusttränken. Andrew Luck wird sich jetzt zurückziehen, hat ja gerade geheiratet, Nicole, seine langjährige Freundin mit tschechische Wurzeln, die haben ja auch in Prag geheiratet, vor gar nicht so langer Zeit, werden jetzt auch Eltern. Ich glaube schon, dass der jetzt erstmal von der Bildfläche verschwindet. Meinst du, den sehen wir in Sachen Football-Bezug nochmal wieder? Gehen wir mal einen ganz anderen Weg. Wenn der jetzt, klar, du hast gesagt, der hat geheiratet in Prag, der ist jetzt happy, good, lucky, aber irgendwann, ich meine, der ist ja noch viel zu jung. Weil 29. Er hat in Stanford, glaube ich, Landschaftsarchitektur studiert. Irgendwas mit Architektur, ja. Genau. So. Ist auch ganz interessant. Ist ja tatsächlich in Deutschland geboren, Frankfurt am Main. Aha, jetzt weiß ich vielleicht, worauf du hinaus willst. Ist ja in Frankfurt am Main geboren und dann noch nach London gezogen und erst dann in die USA, weil sein Vater... Justus Jonas, meine Damen und Herren. Weil sein Vater ja damals bei der NFL Europe gearbeitet hat. Ja? Also ich habe Andrew kennengelernt, da war ungefähr so hoch. Mhm. Ganz lieber Junge, sein Vater, ganz toller Mensch, auch ehemaliger Quarterback, aber eben nicht sportlich erfolgreich, also kein Hall of Fame-Kandidat. Definitiv keiner. Lange Rede, kurzer Sinn. Der macht ja jetzt diese berühmt-berüchtigte XFL. Als Commissioner. Ja, meinst du, er holt seinen Sohn in die XFL? Jetzt überleg mal, die Saison läuft, ist durch, fertig, aus. So, nächstes Jahr starten die. Im Frühjahr, ne? Also Anfang des... Ja, ich glaube sogar direkt nach dem Super Bowl. Direkt nach dem Super Bowl. Ja. So, jetzt ist Thanksgiving im Hause Luck. So, wie geht's dir, mein Sohn? Ist dir nicht langweilig? Besser, meiner Wade geht's besser. Mir geht's super, Schulter hält, Wade hält. Ich gehe auch wieder joggen. Gehst wieder joggen und so. Wäre ja cool, wenn du noch Football spielen könntest. Ja, aber weiß ich ja nicht, die Saison läuft ja. Ja, aber guck mal, bei uns ist die Saison kürzer, da könntest du ja mal ausprobieren. Was hältst du denn davon? Schöne Verschwörungstheorie. Zack! Sowas gefällt mir. Dann probier das aus und dann kommt er zurück. Könnte unter Umständen das Zugpferd der XFL werden? Wenn ich sein Vater wäre. Ja, würdest du ihn zumindest fragen, ja. Ich würde ihn zumindest fragen. Würdest du ihn nicht fragen? Doch, klar. So. Und
wer weiß, wenn irgendwann fehlt dir ja auch irgendwas. Also ja. Der Sport fehlt dir ja irgendwann. Warum soll er nicht dann sagen, ach, weißt du was, ich versuche das nochmal. So, und dann versucht das in der XFL, da hält das alles, er spielt eine Saison durch, geht gestärkt, mit breiter Brust kommt er zurück, sagt zu den Colts, so, ich bin wieder da, und dann holen wir das einfach nach. Ist eine Möglichkeit. Ja. Ich glaube, sie tritt nicht ein, aber dafür ist es ja eine Theorie. Du bist Verschwörungstheoretiker. Ich habe dich gefragt, du hast geantwortet. Du bist Verschwörungstheoretiker. Wäre auf jeden Fall spannend, wenn er plötzlich in der XFL auftaucht. Ja, aber dann bitte bei dem Team in Dallas, dem ist cool zu Logo. Die Roughnecks? Ja. Ja. Die sind ein bisschen wie die Oilers damals, ne? Mit diesem Oilers-Turm. Nein, das meine ich nicht den Turm. Nein, das ist doch die Houston Roughnecks. Dallas, die aussehen wie Banditen. Cowboy-Hut und ja, Maske. Ich fand die Dragons am besten, Seattle Dragons. Ich fand, das war sehr ähnlich. Da musste ich sehr an Barcelona denken. Ja, Barcelona Dragons, ja. 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 Aber ja, ich werde die Liga auf jeden Fall folgen, du auch. Allein aufgrund des Bosses. Des WWE-Bosses. So, aber kommen wir zurück zur Hall of Fame. 326 Personen sind da mittlerweile drin. Sportler können da rein, also Athleten, Trainer, Funktionäre. Ja. Und es gibt ein Auswahlverfahren, wie man denn da reinkommt. Jedes Jahr kommen neue dazu, die dann auch dieses goldene Jackett bekommen und so weiter. Was stört dich denn, weil das hast du einleitend gesagt, was stört dich denn an diesem Prozess? Was findest du da nicht fair, beziehungsweise nicht transparent oder einfach? Naja, Eddie George zum Beispiel, berühmter Running Back der Titans, der hat die mehr oder minder auf seinen Schultern und Beinen alleine in den Super Bowl getragen. Er hat über die Jahre exorbitant gute Leistung abgeliefert, ist nicht in der Hall of Fame. Randall Cunningham ist nicht in der Hall of Fame. Joe Theismann auch nicht. Phil Simms ist nicht in der Hall of Fame. So, stattdessen dieses Jahr Tony Gonzalez, Ed Reed, Champ Bailey, Ty Law. Also um es vielleicht einmal zu erklären, die Vorschläge, wer denn in die Hall of Fame kommen sollte, darf, wie auch immer, kommt tatsächlich von Fans. Ja. Der erste Impuls kommt von Fans, dann gibt es eine Liste, dann gibt es ein sogenanntes Selection-Komitee, die treffen also quasi eine Vorauswahl. Und dann gibt es auch noch ein Senior-Komitee, die machen noch Vorschläge separat davon für ältere Sportler, Trainer oder Funktionäre, also die schon, dessen große Zeit schon über 25 Jahre her ist. Und dann am Ende gibt es noch ein das entscheidende Komitee, was dann letztlich darüber abstimmt, wer es mal schafft oder nicht. Es gibt ja auch viele, zum Beispiel Terrell Owens, der jetzt, glaube ich, erst seit 2018 drin ist, der aber auch immer wieder gescheitert ist. Ja, und das ist doch zum Beispiel der Punkt, wenn du dir jetzt Terrell Owens anguckst. Nichts gegen Terrell Owens. Großartige sportliche Leistung. Aber dann müssen da auch andere Leute. Also Randall Cunningham, bestes Beispiel, ist für mich, hat seine Zeit geprägt. Also Quarterback von den Philadelphia Eagles damals, ist so der Vorläufer von Cham gewesen, wenn man ganz ehrlich ist. Prost. Ja. Boomer Esiason, Quarterback von den Cincinnati Bengals. Sportlich super erfolgreich. Warum nicht? Und das ist das, klar, Tony Gonzalez gönne ich, Ed Reed steht außer Frage. Aber man, ich muss ganz ehrlich sagen, also da sind manche dabei, wo ich sage, ich habe mir tatsächlich auch ein paar notiert, die ich jetzt eigentlich drin vermutet hätte, so wie Isaac Bruce zum Beispiel. Ja. Oder auch Heinz Ward, ja, auch nicht drin, kann natürlich noch kommen. Sean Alexander und Priest Holmes habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, um auch noch Running Backs irgendwie ins Spiel zu bringen. Also keine Frage. Aber ist das denn das Motiv dieser Hall of Fame? Also muss es vollständig sein? Hat nicht jeder irgendwie, also du hast jetzt den Namen Cunningham ein paar Mal gesagt, wahrscheinlich wird es auch ein paar Leute sagen, der hat da auf jeden Fall nichts drin zu suchen. Also kann man es denn überhaupt jedem recht machen, so von wegen, gehört er da rein? Hey, also wenn du zum Beispiel Ken Anderson nimmst, dreifacher Leader Completion Percentage, MVP 1981 und. Also wenn selbst Leute, die MVP der Liga waren, die dreimal hintereinander, drei Jahre lang besser gepasst haben als alles andere. Der ist der vierte des All-Time-Passer-Ratings. Also, warum nicht? Verstehe ich nicht. Also ein paar fehlen auf jeden Fall. Du, total. Also ich habe mir irgendwann auch mal irgendwann gedacht, so, ja, Steve Atwater zum Beispiel. Warum? John Lynch, der härteste Safety. War, glaube ich, nominiert sogar jetzt in diesem Jahr, hat es aber nicht geschafft. Es ist auch, glaube ich, so ein Kandidat, der schon ein paar Mal nominiert war, ist dann aber nicht quasi in den auserwählten Kreis geschafft. Und das meine ich halt. Ja. Hä? Wie werden da die Gespräche? Ja, nee, den fand ich immer, der war mir zu hart, der Typ. Nee, lassen wir den.
Ja, ja, klar. Letztlich läuft das wie die Oscar-Verleihung. Also ja. Gibt's ja auch ein Komitee, wo das dann abgestimmt wird. Das ist eine sehr subjektive Geschichte. Genau, wird's jetzt Ben Hur oder Titanic? Ah, mit was habe ich ein Problem? Ich bin für Ben Hur. Aber Titanic, ja, nee, ich weiß, wie der Film ausgeht, ist blöd, ja, Boot klar. geht unter. Ja, ja, klar. Nee. Du bist halt immer irgendwie abhängig von irgendwie einzelnen Personen. Ich habe mal nachgeguckt, die Chicago Bears haben tatsächlich am meisten da drin, 34. Dann kommen die Redskins, die Rams, die ja unterschiedlich mal waren, also St. Louis, Los Angeles, alles irgendwie also zusammen. Also die Rams-Umzugstruppe. Und dann kommen die Packers und die Steelers. Ja. Aber die Bears fand ich jetzt aber auch nicht überraschend. Also in die 100, Bears sind halt seit ewig dabei. In 100 Jahren kannst du halt auch ordentlich was zusammentragen. Nicht dabei, gar nicht dabei, sind halt die Jaguars und die Texans. Da muss man aber zu sagen, die gibt es halt auch noch nicht so lange. So. Und Blake Bortles spielt ja noch ein paar Jahre. Also es kann ja immer noch sein, dass er sich dafür empfiehlt. Und es gibt zwei, drei von den Jacksonville Jaguars, da kannst du dir hundertprozentig sicher sein. Es gab einen Linebacker, der seine ganze Karriere, der Name liegt mir gerade auf der Zunge, polnischer Abstammung, Hals wie ein Pferd. Wo sind wir? Bei welchem Fall? Bei den Jaguars. Poluschny. Genau, Paul Poluschny. Ja, der Paule. Paule wird hundertprozentig... Der Poluschny-Paule, wer kennt ihn nicht? Poluschny-Paule wird hundertprozentig irgendwann, hoffentlich, zu Recht, in die Hall of Fame aufgenommen, weil der ist das Gesicht der Franchise. Der war, bis zu seiner, zu seinem Schritt in Rente zu gehen, einfach die Maschine überhaupt. Naja, und da gibt es ja auch noch einen Calais Campbell zum Beispiel, der gerade noch spielt. Und wenn so ein A.J. Bouye irgendwie weiterspielt, könnte er irgendwann mal ein Kandidat sein. Ja, stimmt, ein paar gibt's. J.J. Watt. Also der wird definitiv in die Hall of Fame kommen. Das haben Sie wahrscheinlich über Eddie George auch gesagt. Ja, aber J.J. Watt, das wäre ja schon echt ein Skandal, wenn J.J. Watt da nicht reinkommt. Das ist doch Mr. America. Also, ja. Der musste ja in die Hall of Fame. Captain America. Nee, für was ist Mr. America? Mr. America sind die dünnen Eingeölten, die irgendwo rumhüpfen. Ich. Ja, du. So. Genau. J.J. Watt ist Captain America. Ja. Ja, aber der wird ja dann irgendwann der erste Texans-Spieler sein. Brian Cushing, vielleicht auch vorher. Brian Cushing. Ich habe mir noch ein paar schöne Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel, es gibt zwei Linkshänder als Quarterback, die da drin sind. Nur zwei, zum Beispiel. Ja. Steve Young und Ken Stabler, der mit den Raiders 76 den Super Bowl gewonnen hat. Also irgendwie, ist ja eh selten. Michael Vick zum Beispiel wird es wahrscheinlich auch nie in die Hall of Fame schaffen. Wäre jetzt ein Linkshänder zum Beispiel. Aber es gibt tatsächlich nur zwei Linkshänder als Quarterback. Es gibt einen einzigen Menschen in der Hall of Fame, der in Deutschland geboren wurde. Über den haben wir auch schon mal gesprochen. Ernie Stoutner. Von den Steelers. Der erste schwarze Quarterback in der Hall of Fame, Warren Moon. Und eins fand ich noch interessant. Ach ja, genau. Es gibt auch noch einen Fulltime-Punter, der da drin ist. Ray Guy hat bei den Raiders gespielt von 73. Von dem habe ich auch eine Trading Card gefunden. Ja, genau. Also es ist tatsächlich auch ein Punter drin. Ja. Und eine meiner Lieblingsgeschichten, das haben wir ja auch schon mal gemacht, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als wir über die härtesten Verteidiger der NFL gesprochen haben. Lawrence Taylor ist ja auch irgendwann aufgenommen worden und hat dann im Rahmen dieser Zeremonie in einer Pressekonferenz ja noch für so einen Skandal gesorgt, in dem er immer gesagt hatte, er hätte ein schweres Drogenproblem und hat über seine Nächte bei Prostituierten und so weiter gesprochen. Ja, der hat die Pressekonferenz ein bisschen anders genommen. Das ist natürlich auch Weltklasse. Alles hochoffiziell. Ja, und er spricht dann von seinem Drogenkonsum und von Prostituierten und so weiter. Das ist natürlich auch Weltklasse. Ja, aber wenn er das loswerden wollte in dem Moment, warum soll er nicht sagen, so? Einen habe ich auch noch gefunden, Billy Shaw, sagt ihr das was? Billy Shaw ist tatsächlich der einzige Spieler, der nie in der NFL gespielt hat und trotzdem in der NFL Pro Football Hall of Fame ist. In der EFL. Genau, ein Guard, der Bills. Genau, Guard und Tackle, Ein Guard der Bills, der ausschließlich in der EFL gespielt hat. Genau. Ja. Und hier, über den haben wir auch schon mal gesprochen, über den Flummi. Die Tochter von Lamar Hunt. Deswegen, nur ganz kurz. Du kannst ja nicht voraussetzen, dass alle Folgen geguckt haben. Der Super Bowl heißt Super Bowl, weil der Besitzer der Chiefs damals einen Namen gesucht hat. Und die Tochter hatte einen Flummi und der Flummi hieß Super Bowl und schon hieß es Super Bowl. So, jetzt kannst du also es ist auch wahrscheinlich nicht der Flummi, den sie zu Hause hatte. Vielleicht hatte sie auch mehrere. Ja. Aber man kann sich unter anderem auch einen Flummi angucken. Ja, der Flummi. Was relativ unprominent ist tatsächlich der Posten des Chefs der Hall of Fame. Habe ich auch mal nachgeguckt. Das ist im Moment ein C. David Baker. Der war früher in der Arena Football League. Ja. Könnte ja auch sein, das weiß ich nicht. Ein Peyton Manning oder wer auch immer irgendwann mal Präsident der Hall of Fame wird. Ja, aber überleg dir mal. Also jetzt überleg dir mal. Jetzt bloß mal up. Dann nimmt er doch schon mal nicht den, der ihn permanent auf den Arsch gesetzt hat. Sagt, nee, du.
So, ich finde einen Neutralen, also der selber vielleicht auch nicht unbedingt in der NFL groß gespielt hat, finde ich gut. Mhm. Weil er es wirklich aus der Perspektive des Fans betrachtet. Ja. Ein ehemaliger Spieler weiß natürlich, oh, der ist nett, der ist nicht nett. Der ist ein Arsch im Lockerroom, der ist böse, der ist gemein. So, so hast du einen Fan, der sagt, also wir beide wären zum Beispiel prädestiniert. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wer der Direktor des Deutschen Fußballmuseums ist. Das ist ja vergleichbar. Also bei uns ist es ja auch kein Andi Möller oder so. Oder wer auch immer. Oder Lothar Matthäus. René Adler. Oder René Adler. So. Ja. Aber stell dir mal vor, Lothar Matthäus wird irgendwann Direktor des Deutschen Fußballmuseums. Hätte, wäre, wäre, Fahrradkette, würde er dann sagen. Der macht da Führung, das wäre gut. Ja. Wer von den noch Aktiven, über J.J. Watt haben wir zum Beispiel gesprochen. Ich glaube, Tom Brady müssen wir jetzt auch Tom nicht Tom Brady sprechen. Brauchen wir nicht, das, da brauchen wir nicht drüber genau. zu sprechen. Genau, also wen hast du jetzt so von den Aktiven auf der Uhr, bei denen jetzt schon feststeht, die werden definitiv Aaron darin... Aaron Rodgers. Mhm. Ben Roethlisberger. Mhm. Marshawn Lynch muss. Mhm. Muss. Der sagt dann aber nichts. Ja, das ist auch wieder der Markt. Also da musst du ja wieder sagen, wenn du Direktor dieses Museums bist, dann weißt du, das ist eigentlich... Ja, aber Marshawn Lynch ist dann wieder so ein bisschen wie Terrell Owens. Ne? Also da geht es dann weniger um die sportlichen Sachen, sondern ja, das ist doch so ein schwieriger Typ. Es geht weniger um die sportlichen Sachen. Sag mal, was nimmst du eigentlich morgens? Nein, bei Terrell Owens, rein sportlich, hätte der schon lange in der Hall of Fame sein müssen. Ja. So, und ist er aber nicht, weil er ein schwieriger Typ war. Ja. Und ich befürchte, dass es bei Marshawn Lynch genauso sein wird. Ja, aber wenn er so schwierig wäre, dann wäre er nicht der Auslöser dieses coolsten Spots zur 100-jährigen Saison. Hast du nicht die Befürchtung, also glaubst du, dass der direkt genommen wird? Nein. Ist das nicht auch einer deiner Ehrenrunde drin? Er wird dann wieder irgend so ein Hillybilly-Texaner sagen, nee, mag ich nicht. So. Ob das politisch korrekt ist, jeder darf ja seine Meinung haben, aber ich finde, Menschen, die die NFL geprägt haben und die das Erscheinungsbild der NFL geprägt haben, die gehören da natürlich rein, ob sie jetzt schwierige Charaktere sind oder nicht. Mhm. So, klar, dann sind wir aber wieder beim Umkehrschwung, warum kein John Lynch und so weiter und so fort, gebe ich dir völlig recht. Aber Marshawn Lynch zum Beispiel würde ich mir wünschen, alleine schon wegen der Dankesrede. Alleine schon wegen der Dankesrede. Thank you. J.J. Watt, Luke Kuechly, bester Middle-Linebacker ever momentan, also für seine Generation. Was mit Gronk? Ja. Schon, ne? Ja, klar. Ja. Aber der spielt ja nicht mehr. Du hast gesagt, Spieler, die noch spielen. Ja, das stimmt. Aber der muss ja auch fünf Jahre warten. Ja. Also wird ja noch. Und vor allem, wenn er jetzt wieder zurückkommen sollte. Wie lange ist das her, dass Ray Lewis seine Karriere beendet hat? Auch noch nicht so lange, ne? Auch noch drei Jahre? Ja. Ah, dann wird es ja auch noch mal spannend in zwei Jahren. Der wird dann auch irgendwie... Im weißen Anzug kommen. Im berühmten weißen Anzug. In dem den hat er wiedergefunden, sagt er. Hier, Diggi. Das war auch Thema am Montag in der Sendung. Der ist ja jetzt bei Dancing with the Stars. Ab Mitte September ist er dabei. Haben wir auch schon spekuliert, ob er vielleicht für diesen Anlass seinen weißen Anzug wieder rausholt. Ja. Du, es gibt einige, die AJ Green zum Beispiel. Das wäre dann aber auch wieder so ein Kandidat, der nie Titel gewonnen hat. Ja. Ne? Sondern einfach. Aber seine Franchise auf seinen Schultern getragen hat. Ja gut, aber dann darf auch tatsächlich ein Isaac Bruce da rein, finde ich. Also wenn AJ Green reinkommt, dann muss Isaac Bruce der Nächste sein. Oder können wir anbauen. Torrey Holt zum Beispiel, der ist auch nicht drin. Ja, die können wir anbauen. Ja. Travis Kelce. Ja. So. Aber wer hört denn jetzt bald auf? Jeff Saturday, gut, er ist schon in Rente gegangen. Richie Incognito. Rein sportlich. Was hast du immer mit Richie Incognito? Naja, der ist ja, also der wird, glaube ich, auch für Erheiterung bei der Zeremonie sorgen. Wenn er denn kommt. Vielleicht kommt ich mag dazwischen. Den. Ja, klar. Das ist so ein Runblocker-Abrissbirne. Ja. Finde ich gut. Okay. Gut, also bevor wir jetzt uns verzetteln und noch sechs Stunden darüber sagen, hier, warte mal, und dann der noch und der noch, weil die Liste ist ja lang. Ja, ja, klar. Also die Liste ist ja jetzt wirklich lang. Dann müsste natürlich auch Falcons seinen Top-Receiver und der und hier und da. Jeder müsste direkt Einwahlverfahren, der darf. Eine letzte Frage habe ich noch. Bucketlist. Ist es auf deiner persönlichen Bucketlist, einmal in Canton zu sein und da reinzugehen? Als bekennender, großer NFL-Fan, musst du das mal gesehen haben? Oder also wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, wenn ich sowieso in Ohio bin, zeitgleich, ein Trainingsbesuch bei den Cleveland Browns oder die Hall of Fame, würde ich natürlich lieber zum Trainingsgelände fahren. Es sind halt Büsten, es sind Memorabilien, die Geschichte geschrieben haben, wo du es dir angucken kannst. Und ich mag ja Museen, also bin da so ein
Ferris Bueller. Ich mag Museen, ich gucke mir das gerne an. Ist jetzt nicht, wenn ich wählen müsste, echten Football oder das, wenn ich nichts anderes hätte und sowieso auf der Ecke wäre, dann würde ich da natürlich sofort reingehen. Aber du musst da nicht hin. Ist jetzt nicht, dass du. Ist ja auch nicht unbedingt touristisch. Prost. Dankeschön. Es ist ja auch touristisch jetzt nicht unbedingt. Nicht mehr, nee. Nee. Nee, gut. Müsste sowieso umziehen. Irgendwo anders hin. New York wäre toll. Vielen Dank für den Vorschlag. Immer gern. Gebt uns eure Vorschläge. Wir sprechen gerne drüber. Mal mehr, mal weniger. Wenn es nicht um die AFC East geht, spricht Carsten gern drüber. Ja, so wird super. Müssen wir über die Jets reden? Müssen wir, ja. Ja, müssen wir. Rest warrant, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. OBJ! OBJ! Greatest comeback in Super Bowl.